Im Leben ist es oft wie im Dschungel. Selbst kleine Dinge können über Niederlage und Erfolg entscheiden. Auch bei der Entwicklung und Herstellung von Maschinen. Was für ein Chaos, ein technischer Dschungel. Doch keine Sorge, wir sind in der Schweiz bei Müller Martini, einem der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die grafische Industrie. Alle diese Teile werden schon bald ihre Aufgabe erfüllen, in einer perfekt funktionierenden Maschine, die diese kleine, aber wichtige Arbeit ausführen wird. Die Teile sind zusammengefügt, ein Sammelhefter. Geprüft bis ins Detail. Ob Maschinen oder ganze Anlagen für Druckverarbeitungs-, Versand-, Buchbinde- und Logistiksysteme oder Druckmaschinen. Schnelligkeit und Qualität sind entscheidend, damit die Müller-Martini-Kunden einsatzbereit sind, wann immer eine Geschichte in die Welt hinausgetragen werden soll. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Planeten. Um die Nachrichten des nächsten Tages zu einer fertigen Zeitung zu verarbeiten, sind die Versandsysteme von Müller Martini einsatzbereit. Titelseite, Schlagzeile, Filmstar von Pudel gebissen. Ja, das Leben ist wahrlich ein Dschungel. Thank you.
Die Welt will täglich informiert sein. Die ersten und schnellsten zu sein, das ist für Zeitungen lebenswichtig. Die Maschinen warten auf neue Befehle. Auf wechselnde Anforderungen schnell und flexibel reagieren. Versandsysteme von Müller-Martini schaffen dank spezialisierter Technik die Voraussetzungen. Tausende aufeinander abgestimmte Abläufe von der Rotation bis zur Laderampe sorgen dafür, dass das Monster die Menschen erreicht, bevor der erste Vogel zu singen beginnt. Oh mein Gott, was ist das? Sieht ja aus wie meine Tante. Wo die Weltpresse in Aktion ist, ist auch Müller-Martini. Und falls je ein Sandkorn den reibungslosen Ablauf stören sollte, ist der technische Berater schnell zur Stelle. 1,6 Millionen Exemplare der New York Times Sonntagsausgabe, Beilagen, Magazine, aber kein Wort über das Monster. Hat die Welt kein Interesse an dieser Sensation? Hat sie vielleicht schon zu viele Monster gesehen? Die Sensation wird auf vielen anderen Müller-Martini-Maschinen in verschiedenen Produkten verbreitet. Und so wird die Geschichte vom Monster, das zufällig wie Onkel Harry aussieht, doch noch zum Erfolg. We love Harry! We love Harry! We love Harry! Redaktionsschluss für Journalisten und Stunde Null für die Müller-Martini-Techniker. Letzte Handgriffe einer gigantischen Aufbauarbeit müssen sitzen, damit der Sydney Morning Herald seine Leser pünktlich erreicht. Mit den neuesten Nachrichten vom Monster Harry, falls die Redaktion die Telefonnummer im Dschungel herausfinden kann. Matilda, hi. Yeah, it's Bruce. Listen, can you track a phone number for me? Endlich. Zeit zum Feiern. Alles Gute. Die Mission ist erfüllt. Abschied nehmen von neuen Freunden. Der Trek der Techniker bricht auf zu neuen Zielen. Ja, das Leben ist ein Dschungel. Voll Menschen. Zum Glück haben wir alle Namen und Nummern. In jedem Winkel der Welt stehen Müller-Martini-Buchbindesysteme, die lose Bogen zu Zeitschriften, Katalogen oder Büchern verarbeiten. Sie sammeln, binden und schneiden, automatisch oder manuell unterstützt. Blätter mit Wörtern oder mit Nummern, damit wir uns in der Menge wiederfinden können. Müller-Martini hat Kunden jeder Größe. Manchmal kann es wichtig sein, die richtige Nummer zu finden. Hi, Müller-Martini, Sato desu. Wo immer Maschinen den Namen Müller-Martini tragen,
ist der Kunde nie allein. Der Servicetechniker ist Teil des weltweiten Dienstleistungsnetzwerks, das schnelle Lösungen ermöglicht, wie groß oder klein das Problem auch sein mag. Im modernen Dschungel der grafischen Industrie ist es wichtig, klare Zeichen zu setzen. Ganz besonders, wenn man etwas Gutes zu zeigen hat. Die neueste Technologie wird ständig weltweit vorgeführt. Wenn Gutenberg das hätte sehen können. Zusammentragen und kleben. Bald halten sie die ganze Welt in ihren Händen. Schließlich Dallas, Pennsylvania, einer der größten Taschenbuchhersteller Amerikas, ausgerüstet von, ja, wem wohl? Mit Höchstgeschwindigkeit, Tag und Nacht, erhält das Publikum endlich die wahre Geschichte. Naja, beinahe. Da waren sie, mitten in der Wüste. Verirrt und erschöpft. Der Anführer war schwer verletzt, nach einem 50 Meter tiefen Sturz. Kein Tropfen Wasser hatte seit Tagen ihre Lippen berührt. Geduldig kreisten die Geier über ihren Köpfen. Ohne es auszusprechen, dachten alle dasselbe. Das ist das Ende. Wir werden alle sterben. Also denn, zurück in die Zukunft. Die Experten von morgen werden in den Schulen von Müller-Martini sorgfältig ausgebildet, wie diese Buchbinder. Erfahrungen aus Jahrzehnten wollen vermittelt werden. Davon profitieren auch die Kunden. An Kursen können sie sich in den verschiedenen Ausbildungszentren weiterbilden. Aber die Theorie ist nur der Weg zur Praxis. In den Produktionsbetrieben von Müller-Martini entstehen auch elektronisch gesteuerte Druckmaschinen mit sehr kurzen Umrüstzeiten, leicht in der Handhabung und schnell. Aufkleber, Plakate, Formulare. Alles kann gedruckt werden, in allen Farben des Regenbogens. Naja, sogar die nahezu Perfekten kommen mit einer Prise Glück besser durchs Leben. Druckmaschinen für Flugscheine und Bordkarten. Wir alle haben ein Ziel. Briefe und Pakete auch. Ob für große oder kleine Dinge, Müller-Martini plant und baut auch Logistiksysteme, die automatisch alles in die richtigen Wege leiten. Selbst Fanpost für ein Monster im Dschungel. Thank you.
Doch was wurde eigentlich aus dem Monster? Niemand hat es je wieder gesehen. Nur eine alte Dame aus Glasgow will einmal beobachtet haben, wie es für sie tanzte. Aber ganz sicher war sie nicht. Es war nämlich schon ziemlich dunkel. Sicher ist aber, dass Tausende von Müller-Martini-Maschinen rund um die Welt weiter drucken, sammeln, heften, kleben, schneiden und sortieren, ohne jeder nachzufragen, ob die Geschichten wirklich wahr sind. Und sicher ist auch, dass die Menschen, die die Maschinen gebaut haben, noch viele weitere entwickeln und bauen werden, voll mechanischer und elektronischer Präzision. Damit die grafische Industrie auch in Zukunft einsatzbereit ist, wann immer eine Geschichte verbreitet werden soll. Nach 35 Jahren Arbeit wurde Onkel Harry plötzlich reich und berühmt und konnte sich endlich seinen Leidenschaften widmen. Alten Autos, französischer Küche und Stepptanz. Schon hat die Welt eine neue Geschichte. Und die Maschinen von Müller Martini sind bereit. Wie immer.